Jetzt geht's los. Über die Geschichte von zwei amerikanischen Mädchen, Zwillinge. Also, ich bin bei dir. Zwei amerikanische Mädchen feiern demnächst ihren 18. Geburtstag. Damit endet eine Kindheit, die es beinahe nicht gegeben hätte und die Medizinpraxis bei Frühgeborenen weltweit verändert hat. Hier sieht man sie als Baby und dann als 18-Jährige. Also, 3 Monate zu früh dran. Die Zwillinge Kiri und Brielle Jackson kommen fast 3 Monate zu früh zur Welt, wiegen nur knapp 1 Kilo, kommen in 2 Brutkästen im Medical Center of Central Massachusetts. Wegen Infektionsgefahr ist es in den USA verboten, frühgeborene Mehrlinge zusammen in ein Bettchen zu legen. Während Kiri bald zunimmt, verschlechtert sich der Zustand der Schwester von Tag zu Tag. Schwache Atmung, unregelmäßiger Herzschlag. Die Ärzte können den Eltern kaum noch Hoffnung machen, dass Brielle durchkommt. 2 Herzchen wollen zueinander. 3 Wochen nach der Geburt beginnt auch der stärkere Zwilling plötzlich nach Luft zu schnappen. Herzfrequenzprobleme, kaum noch Sauerstoff im Blut. Die Krankenschwester Gail Kasparian versucht alles, um Kiri zu stabilisieren, vor den Augen ihrer entsetzten Eltern. Vergeblich. Die Kleine läuft blau an. Nichts hilft. Auf einmal hat die Krankenschwester eine Eingebung. Sie missachtet die Vorschriften, riskiert ihren Job und legt die japsende Kiri behutsam zu ihrer schwachen Schwester in den Brutkasten. Nach 3 Wochen endlich wieder zusammen. Kiri schmiegt sich ganz eng an Brielle und beruhigt sich sofort. Innerhalb weniger Minuten zeigen die Bildschirme wieder halbwegs normale Werte, und zwar bei beiden Zwillingen. Und dann trauen die Umherstehenden ihren Augen kaum. Das stärkere Frühchen legt seinen Arm um das schwächere. Seelenruhig schlafen sie Seite an Seite ein, nach 3-wöchiger Trennung. Die Ärzte gehen das Risiko ein und lassen fortan beide Zwillinge im selben Inkubator. Plötzlich beginnt auch Brielle zuzunehmen, wird täglich kräftiger. 2 Monate später kommen 2 gesunde Babys nach Hause. Ein Bund für das ganze Leben. Das Foto von der lebensrettenden Umarmung sorgt in Amerika 1995 für Furore. Heute sind die Jackson-Zwillinge 2 völlig normale, lebensfrohe Teenager, aufgewachsen in einem gemeinsamen Kinderzimmer. Und die Methode, mehrfach Frühgeborene in einen gemeinsamen Brutkasten zu legen, ist in den meisten Kliniken weltweit Standard geworden. Nach Monaten der Zweisamkeit im Bauch der Mutter gehören sie auch nach der Geburt zusammen. Denn dies ist die größte Sorge eines Zwillings. Wo ist der andere? Geht es ihm gut? Hier kann man das Bild sehen. Ja, das kommt auch oft vor mit Zwillingen und Telepathie und so weiter. So, das war's. Okay. Herrlich. Noch ein Smile für die Kamera. Also. Hier, kannst du es noch mal sehen. Mhm. Ah, ich wollte ja noch... Du, jetzt kannst du abschalten. Okay, ja.